Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP 2, heute mit diesen Themen. Stille Post wie ein SMS-Wechsel belegt, wer sich im Wahlkampf 2017 intensiv für einen ÖVP-Großspender eingesetzt hat. Steil bergab, die österreichische Wirtschaft wird heuer um mehr als 7% einbrechen. Wie wir alle das konkret spüren werden und wie man gegensteuern kann, frage ich WIFO-Chef Christoph Badelt. Erste Takte nach der Corona-Krise. Der Wiener Musikverein und das Konzerthaus haben nach fast dreimonatiger Pause am Abend den Konzertbetrieb wieder aufgenommen. Tag 2 im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Und auch heute hat das berühmte Video eine ganz tragende Rolle gespielt. Wer wusste wann von der Beschlagnahme des gesamten Videos, war die dominierende Frage. Und als Auskunftsgeber waren Innenminister Karl Nehammer und Justizministerin Alma Sadic geladen. Diese Frage wurde beantwortet, die wohl wichtigere, nämlich ob und wenn ja wann das Video dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss vorgelegt wird, die blieb aber offen. Harald Jungrottmeier weiß warum. Ibiza-U-Ausschuss Tag 2. Es treten auf der Innenminister und die Justizministerin. Thema das Video. Was sonst? Allerdings diesmal nicht sein Inhalt. Vielmehr geht es heute darum, wer wen darüber informiert hat oder eben nicht, als die Polizei das gesamte Video sicherstellt. Justizministerin Alma Sadic hat davon aus den Medien erfahren, nimmt das aber dem türkisen Innenminister nicht übel. Der hatte schon länger vom Video gewusst, der grünen Kollegin aber nichts gesagt. Ich wurde unterrichtet von Seiten eben des Bundeskriminalamtes und ich bin davon ausgegangen, dass die Staatsanwaltschaft die Justizministerin davon unterrichtet. Die Rede ist von der Staatsanwaltschaft Wien, die ermittelt, wer hinter dem Ibiza-Video steckt. Sie wurde von der Sokotepe im Bundeskriminalamt über die Existenz des Videos informiert. Nicht jedoch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die erfuhr davon ebenfalls aus den Medien, was nicht gut angekommen ist, wie Sadic auf Nachfrage einräumt. Es hat bei uns jedenfalls zu Irritationen gesorgt. Trotzdem resümiert Sadic, dass die Zusammenarbeit, zumindest meinen Wahrnehmungen nach und seitdem ich auch im Amt bin, auch sehr gut funktioniert zwischen den einzelnen Ermittlungsbehörden. Die Vertreter der Opposition im U-Ausschuss kommentieren das so. Dass die Grünen sehr, sehr verzeihend sind in dieser Partnerschaft. Also weil die Kollegin Sadic gesagt hat, naja, es ist dem Nehammer gar nicht böse, dass er ihr das nicht gesagt hat, dass er das Video hat. Die WKStA ist bis heute nicht informiert auf offiziellen Dienstwege vom Erhalt dieses Videos und das ist ein Bild, das sich hier heute abrundet, das uns alle zum Nachdenken anregen sollte. Und die Opposition will sich selbst ein Bild vom Video machen können. Ich möchte eigentlich das Original sehen, nach Sichtung, nachdem klar ist, dass es Untersuchungsgegenstand relevant ist. Und ich erwarte mir eigentlich von der Justiz, dass sie von der Kriminalpolizei die Rohdaten herausverlangen und uns dann als Ausschuss zur Verfügung stellen werden. Ob und wann der Wunsch erfüllt wird, ist aber weiter offen. Innenminister und Justizministerin verweisen auf die Staatsanwaltschaft. Die müsse etwa entscheiden, ob ermittlungstaktische Gründe dagegen sprechen, so Sadic. Das, was früher einmal die Verstaatlichte war, also das unternehmerische Vermögen des Staates, das ist heute die ÖBAG, kurz für Österreichische Beteiligungs AG. Sie hält Anteile an 11 Unternehmen im Wert von mehr als 23 Milliarden Euro. Und sie hat einen Alleinvorstand, den ÖVP-nahen Thomas Schmidt. Er taucht nicht nur in den Ermittlungen rund um die Casino-Affäre auf, sondern hat sich im Wahlkampf 2017 auch für den ÖVP-Großspender und KTM-Chef Stefan Pierer eingesetzt. Das zeigen SMS-Nachrichten, die der ZIP 2, dem Standard und dem Profil vorliegen. Ulla Kramer-Schmidt und Martin Thür haben sie gelesen. Mittendrin stört nur dabei, was karrieretechnisch von Vorteil ist, ist bei Korruptionsermittlungen weniger angenehm. Thomas Schmidt, 44 Jahre alt und heute Chef der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG, hat in den letzten 20 Jahren eine beachtliche Karriere in der ÖVP hingelegt. Er diente zahlreichen ÖVP-Ministern als Pressesprecher, ehe er 2013 Kabinettschef und dann Generalsekretär im Finanzministerium wurde. Als mächtigster Mann im Haus verhandelte er maßgeblich die Reform der Verstaatlichten, die er nun selbst leitet. Mittendrin ist Schmidt auch in der Casino-Affäre, wo er als Beschuldigter geführt wird.
Ermittelt wird wegen Bestechung und Bestechlichkeit. Wie Profil und Standard heute berichten, wird gegen Schmidt auch wegen Vergehen gegen das Suchtmittelgesetz ermittelt. Schmidts Anwalt geht davon aus, dass das Verfahren eingestellt wird. Dennoch fordern alle drei Oppositionsparteien heute seine Ablöse als ÖBAG-Chef. Auf Schmidt konnte sich die ÖVP immer verlassen. Wie sehr belegt diese Geschichte aus dem Jahr 2017 über Stefan Pierer, KTM-Chef und größter Einzelspender der ÖVP? Sie ist belegt durch einen SMS-Verkehr, der der ZIP2 vorliegt. Kurz vor der Nationalratswahl zeigt SPÖ-Finanzsprecher Kai-Jan Greiner im Nationalrat auf, dass Pierer nur wenige 1.000 Euro Einkommensteuer bezahlt haben soll. Das kann doch nicht sein! Pierer bestreitet das. Um 10 nach 10, noch während Greiner spricht, fragt Finanzminister Hans-Jörg Schelling seinen Generalsekretär Thomas Schmidt. Verfolgt ihr die Sitzung? Woher hat Greiner die Details zu Pierer? Sollte nicht der Bundespräsident Greiner auffordern, seinen Informanten zu nennen? Hat Greiner jemand zum Amtsmissbrauch angestiftet? Schmidt antwortet: Gute Idee, fände das hervorragend. Wenn Greiner nichts sagt, können wir argumentieren, Greiner übernimmt die Arbeit von Silberstein. Genau, Dirty Campaigning-Methoden. Die Antwort kommt dann von Pierer selbst, der dem SPÖ-Abgeordneten wenig später in einem Interview mit dem Magazin Trend, Überraschung, Silberstein-Methoden vorwirft. Zwei Wochen später liegt eine parlamentarische Anfrage zu Pierer vor. Schmidt bekommt ein SMS von einem Amtskollegen im Justizressort. Lieber Thomas, wegen der Pierer-Sache habe ich Sektionschef Pilnercheck ersucht, ein Auge drauf zu haben. Cool, danke dir. Die ÖVP spricht heute von haltlosen Vorwürfen gegen Pierer und sie meint, es sei Aufgabe der Behörden, haltlose Vorwürfe richtigzustellen. An dieser Stelle ein Hinweis. SPÖ-Finanzsprecher Kai-Jan Greiner ist heute Gast in der ZIP-Nacht bei Stefan Lenglinger um 23 Uhr in ORF1. Und wir kommen jetzt zur Aufarbeitung der Corona-Krise und die wird zäh werden, wie die Wirtschaftsprognose der österreichischen Nationalbank zeigt. Gehen wir 3 Monate zurück in den März. Vor den Ausgangsbeschränkungen war die Wirtschaftsaktivität noch höher als im März 2019. Dann kam der Shutdown und damit die wirtschaftliche Vollbremsung. Am Tiefpunkt Ende März ist das Bruttoinlandsprodukt im Jahresvergleich um ein Viertel eingebrochen. Mit der schrittweisen Öffnung von Geschäften und Lokalen hat sich die Situation zwar gebessert, vom Vorjahresniveau sind wir aber immer noch weit entfernt, nämlich um mehr als 11%. Für das Gesamtjahr 2020 rechnet die Nationalbank mit einem Wirtschaftsrückgang von 7,2%. Danach könnte es wieder bergauf gehen, vorausgesetzt natürlich die Gesundheitssituation bleibt stabil. Viele Unsicherheiten also. Unsicherheiten, die auch die Unternehmerinnen und Unternehmer plagen. Ihre Situation hat sich Emanuel Liedl für die ZIP2 angesehen. An ihm wurde ein Exempel statuiert, sagen Branchenkollegen des Wiener Kaffee-Landmann-Betreibers Bernd Querfeld. Für seine Kritik in einem Zeitungsinterview, dass die Corona-Beihilfen nur zerplatzte Luftballons seien, wurde der Kaffeehausbesitzer medial von der Regierung gerügt. Für Modehändlerin und Kaffeehausbetreiberin Jutta Scheuch ein Wink mit dem Zaunpfahl. Kritik an den Hilfspaketen ist unerwünscht. Sie übt sie trotzdem. Sie hätte ihre 13 Mitarbeiter gern behalten. Das Risiko, auf das Kurzarbeitsgeld zu warten, wäre aber zu hoch gewesen. Wenn ich das jetzt vorfinanziert hätten müssen, dann wäre das 120.000 Euro gewesen. Und dann hätte ich wahrscheinlich jetzt kein Geld mehr bekommen. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, müssen wir ganz einfach viel wieder nachschießen, weil es deckt sich ganz einfach nicht mit den Umsätzen. Der Großteil der angekündigten Maßnahmen für Unternehmen wurde noch nicht ausbezahlt. Aus dem Kurzarbeitstopf wurden bisher rund 900 Millionen Euro tatsächlich ausbezahlt. Im Härtefallfonds wurden mit Stand letzter Woche rund 200 Millionen Euro ausbezahlt. Der Staat hat bisher 4,9 Milliarden Euro an Garantien für Bankkredite übernommen. Wie viel davon tatsächlich bei den Unternehmen angekommen ist, ist unklar. Laut Finanzministerium wurden Steuerzahlungen über 6,2 Milliarden Euro verschoben. Somit sind rund 1,1 Milliarden Euro an direkter Hilfe geflossen. 11,1 Milliarden machen Steuerstundungen und garantierte Bankkredite aus. Dazu kommt der Fixkostenzuschuss, etwa für Miete und verdorbene Waren, als direkte Hilfe für Unternehmen.
Laut Finanzministerium werde zwar bereits ausbezahlt, aktuelle Zahlen dazu gibt es noch nicht. Kritik wird aber vor allem deshalb laut, weil deutsche Unternehmen innerhalb von nur 3 Tagen das zugesprochene Geld ihrer Regierung auf ihrem Konto hatten. Wesentlich schneller als in Österreich. Abgerechnet wird in Deutschland später, jene, die zu viel bekommen haben, müssen zurückzahlen. Auch Jutta Scheuch muss zurückzahlen, und zwar den Kredit, den sie nach 5 Wochen Wartezeit mit staatlicher Garantie bekommen hat. Trotzdem wird das Geld knapp. Wir sind mittlerweile wieder zurück, aber leider Gottes, die Geschäfte laufen sehr schlecht. Und ja, für mich persönlich habe große Existenzängste. Die Hälfte aller Klein- und Mittelbetriebe würden laut KMU-Forschung einen Betriebsausfall gerade einmal 2 Wochen überleben. Dann gehe das Geld aus. Im Handel dauerte der Lockdown 4 Wochen, in der Gastronomie 9. Über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft und damit auf unser aller Leben spreche ich jetzt live mit Christoph Badelt, dem Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts. Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Eine Blitzrezession nennt die Nationalbank das, was sich da in der zweiten Märzhälfte abgespielt hat, was wir vorher an unserer Videowand abgebildet haben. Im Gegensatz zur Wirtschaftskrise 2008 ist diesmal auch der Konsum eingebrochen. Müssen wir daher davon ausgehen, dass uns diese Krise noch härter trifft als die 2008? Also diese Krise ist sicherlich rein von den Zahlen und vor allem vom Tempo, in dem sie gekommen ist, schwererwiegend als die Finanzkrise 2008. Wir haben keinerlei Erfahrungen und wissen daher auch nicht wirklich, wie schnell wir sie wieder hinter uns lassen können. Aber ich rechne schon, dass es schneller geht, als das bei der Finanzkrise der Fall war. Es gibt sehr unterschiedliche Rezepte, wie Regierungen in Europa jetzt darauf reagieren. Österreich kommt mit mehreren Paketen, je nach Branche abgestimmt, Gastronomie etwa oder auch der Handel. Die deutsche Regierung hat ein sehr umfangreiches Konjunkturpaket vorgelegt im Umfang von 130 Milliarden Euro oder eventuell sogar mehr. Und das ist sehr breit gestreut. Da wird an der Steuerschraube gedreht, da wird ein Kinderbonus ausgeschüttet, da werden Stromkosten gesenkt. Braucht Österreich auch ein so umfangreiches Paket? Ich glaube, dass Österreich auch eine Vielfalt von Maßnahmen braucht. Ich glaube aber auch, dass wir uns vor den Deutschen nicht verstecken müssen. Sie dürfen nicht vergessen, das, was da gestern oder vorgestern präsentiert worden ist, ist eine politische Einigung. Und man kann sagen, die Deutschen sind uns in dieser Hinsicht um eine Pressekonferenz voraus. Denn vieles von dem, was dort angekündigt ist, haben wir auch schon. Sei es jetzt die Kurzarbeit, sei es beispielsweise der Fixkostenzuschuss und dergleichen mehr. Was ich glaube, was wir lernen können und wo wir ohnehin dabei sind, es auch umzusetzen, ist die Tatsache, dass es eine Kombination von kurzfristigen Hilfen an Unternehmen, aber auch an potenziell Arbeitslose braucht und dass das dann übergehen muss in längerfristige strukturelle Maßnahmen, vor allem auch im Investitionsbereich, die bei uns eigentlich schon im Regierungsprogramm stehen und wo es nur darum geht, das Regierungsprogramm umzusetzen. Und wenn ich das den Ankündigungen richtig entnehme, dann wird das jetzt auch schon passieren. Nehmen wir eine Maßnahme raus, die die deutsche Regierung gestern auch vorgestellt hat, die Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 16%, jetzt einmal von 1. Juli bis Ende des Jahres. Eine ähnliche Maßnahme hat Großbritannien bei der Wirtschaftskrise 2008 gesetzt. Wäre sowas für Österreich sinnvoll oder hat das eigentlich mehr Sinn bei so wirtschaftsstärkeren Nationen, die größer sind, die natürlich daher auch mehr importieren, exportieren? Ich möchte darauf hinweisen, dass es diesbezüglich keinerlei Beschlüsse in Österreich gibt. Das steht auch nicht in dem geplanten Steuerreformpaket. Und wenn Sie mich fragen als Ökonom, ob das sinnvoll ist oder nicht, muss ich sagen, ich wäre vorsichtig. Ich würde es nicht völlig ausschließen, aber ich wäre vorsichtig. Was meine ich damit? Eine Mehrwertsteuersenkung ist etwas sehr Teures. Sie müssen rechnen, 1% Mehrwertsteuerentfall sind ungefähr 3 Milliarden Euro. Wir wissen nicht, was und inwieweit Mehrwertsteuersenkungen auch an die Preise weitergegeben werden. Das heißt, wir wissen nicht genau, wer sie trägt. Und es gibt daher so etwas wie eine Alternativkostenbetrachtung, ob man das Geld nicht vielleicht eher in Investitionen stecken sollte. Ich würde hier also mir kein schnelles Urteil erlauben.
Allerdings muss man etwas sagen, was für die Senkung spricht, ist, dass es eher so eine klimatische Ankündigung ist. Grundsätzlich vermute ich, dass bei einer Mehrwertsteuersenkung eher teurere Konsumgüter reagieren werden, weil nur wegen eines Packerl Milchs, wenn das um 2-3% billiger würde, werden sie nicht ihr Kaufverhalten wesentlich verändern. Also ich wäre vorsichtig und ich würde es nur im Rahmen eines Gesamtpaketes näher bedenken. Am augenscheinlichsten wird die Krise wohl, wenn man auf den Arbeitsmarkt schaut. Derzeit sind 500.000 Menschen in Österreich ohne Arbeit, 1,3 Millionen sind in Kurzarbeit. Und wenn wir die Unternehmerinnen und Unternehmer auch im Beitrag vorhin gehört haben, dann sind viele ratlos, beklagen sich, dass die zugesagten Hilfen nur tröpfeln und nicht fließen. Könnte die Krise am Arbeitsmarkt noch größer werden? Das hoffe ich nicht und das glaube ich auch nicht. Es besteht gar kein Zweifel, dass wir an sich gute Maßnahmen geplant hatten, die dann in der Umsetzung offensichtlich nicht so gut gewesen sind, weil sie zu lang gedauert haben. Wir haben am Arbeitsmarkt schon eine deutliche Senkung der Arbeitslosenzahlen, aber wir werden zum Beispiel bei der Kurzarbeit sicher nicht mit der Frist auskommen, wie die ursprünglich geplant war. Ich rechne aber auch damit, dass insgesamt, wenn das Geld dann einmal wirklich bei den Empfängerinnen und Empfängern ankommt, dass dann auch stärkere Effekte zu spüren sein werden. Zu den Klagen der Unternehmen noch ein Wort. Woran hakt es denn Ihrer Meinung nach? Ist es so, dass die österreichische Bürokratie einfach langsamer ist als die deutsche, wo ja offenbar die Auszahlungen viel, viel rascher über die Bühne gegangen sind? Ginge es schneller in Österreich? Also ich würde einmal vorsichtig sein, was das Klagen über die Bürokratie betrifft. Ich habe da jetzt keine Verteidigerrolle, aber wenn Sie sich beispielsweise bei der Kurzarbeit überlegen, dass bei der Finanzkrise 2008, die Sie vorher angesprochen haben, ich glaube in Summe 800 oder 900 Unternehmen betroffen waren und jetzt waren es Zehntausende innerhalb von wenigen Wochen, dann muss man sagen, da ist muss das Personal, da muss die Verwaltung überfordert sein. Natürlich könnte man theoretisch oder hätte man theoretisch einfach nur Geld ausschütten können. Aber wissen Sie, es gibt immer einen Blick danach. Und der Blick danach wird auch noch kommen, wenn der Rechnungshof kommen wird und fragen wird, habt ihr eigentlich überhaupt irgendetwas geprüft oder habt ihr nur Geld unter die Menge gestreut? Also es geht nicht darum, abzustreiten, dass es hier Umsetzungsprobleme gab. Ich wäre nur vorsichtig mit den sehr einfachen Lösungen. Schauen wir noch über die österreichischen Grenzen auf mögliche europäische Lösungen. Da herrscht ja nach wie vor Uneinigkeit, wie man vor allem Staaten helfen soll, die ganz besonders stark getroffen sind, wie Italien. Österreich hat eine Sonderposition, sieht sich als einer der sparsamen vier. Kann uns in Österreich egal sein, wie Italien diese Krise bewältigt? Nein, natürlich kann uns in Österreich nicht egal sein, wie sie die Krise bewältigt, wie Italien die Krise bewältigt und vor allem kann es uns nicht egal sein, dass sie es bewältigt. Aber ich möchte doch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es gibt eigentlich keinen Zweifel darüber, dass dieses EU-Paket an die 500 Milliarden Euro haben soll. Es gibt einen Verhandlungsprozess, wie viel davon in Zuschüssen und wie viel davon in Krediten kommen soll. Und da hat Österreich jetzt, wenn Sie so wollen, eine Gegenposition zu der Kommission eingenommen. Und ich rechne, dass am Schluss des Tages ein vernünftiger Kompromiss herauskommt. Und das wird für Italien wichtig sein, aber das wird auch für Österreich wichtig sein. Aber wie kann man mit einem Land umgehen, von dem man weiß, dass es Kredite à la longue oder auch in über mittlere Sicht nicht bedienen wird können? Na, das ist ja genau das Problem. Die Ausgangsposition in Italien hinsichtlich der Staatsverschuldung ist im Wesentlichen schlechter, als das etwa die österreichische oder die deutsche war. Und das macht ja auch die sogenannten sparsamen Länder so vorsichtig, sozusagen noch mehr Geld nach Italien zu schaufeln. Auf der anderen Seite muss man sagen, das nicht zu tun, ist auch keine Option. Das ist einfach keine Option, weil wir es uns nicht leisten können, dass ein so ein großes EU-Land, ein so ein großes Euro-Land irgendwie den Bach hinuntergeht. Und die Österreicher können sich schon gar nicht leisten, weil Italien ein ganz ein wichtiger Handelspartner ist. Herr Professor Badelt, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Danke. Contact Tracing, also die schnelle Nachverfolgung, wo und wie sich jemand infiziert hat, gehört zu den Kerninstrumenten der Behörden im Kampf gegen das Coronavirus und wird immer wichtiger, je stärker die Maßnahmen gelockert werden. Eigentlich sollte die Stop-Corona-App des Roten Kreuzes dieses Contact Tracing unterstützen, aber weil die Nutzung der App freiwillig ist und die Daten anonym übermittelt werden, ist der Erkenntnisgewinn für die Gesundheitsbehörden eher überschaubar.
600.000 Österreicherinnen und Österreicher haben sie bereits installiert, aber ob sie hilft, das kann nicht einmal der Hersteller sagen. Nach der heftigen Datenschutzdebatte um die Stop-Corona-App des Roten Kreuzes weiß zurzeit niemand, wie oft die App Corona-Alarm ausgelöst hat. Das wissen wir ehrlicherweise nicht, weil die Statistikfunktion aus Datenschutzgründen deaktiviert wurde und die neue Statistikfunktion erst Mitte Juni geplant ist. Das heißt, es wird aber einen Zeitpunkt geben, wo Sie das sehr wohl wissen? Es wird einen Zeitpunkt geben, wo wir das wissen, wobei wir wissen nicht genau, wie viele tatsächliche Corona-Fälle entdeckt wurden. Wir wissen nur dann, wie oft gewarnt wurde und wie oft eine Warnung weitergegeben wurde. Aber ob das dann tatsächlich auch Corona-positiv getestete Personen ergibt, wissen wir nicht aus genau diesen Datenschutzgründen, weil die Verwendung der Stop-Corona-App ja anonym erfolgt. Noch zu Beginn wollte man mit der Software Amtsärzte bei der Kontaktnachverfolgung unterstützen. Das geht nun nicht mehr. Für die Behörden ist die Contact Tracing App fürs Contact Tracing nicht zu gebrauchen. Solange die Information eine anonyme ist, ich habe zu irgendjemandem irgendwo Kontakt gehabt, kann ich ja nicht nachfragen, wie eng war der Kontakt, wie lang hat er gedauert. Und davon hängen ja unsere Maßnahmen ab. Dadurch ist es schwierig, auf Basis dieser anonymen Daten sozusagen behördliche Maßnahmen zu setzen. Das Programm ist ein freiwilliges Kontakttagebuch. Bei großen Clustern, wie etwa vor kurzem in Postzentren, haben Behörden keinen Zugriff, können also nicht schneller Infektionsketten nachverfolgen. Dazu kommt, Nutzer, die vor einer möglichen Infektion gewarnt werden, haben keinen gesetzlichen Anspruch auf Selbstquarantäne. Es zwingt sie ja auch niemand, ihre Symptome bei 1450 zu melden. Auch das ist was, was sozusagen sie freiwillig gebeten werden zu tun, im eigenen Interesse und im Interesse aller anderen. Und das Gleiche gilt bei dieser App. Das ist ein Zeichen des Respekts voreinander und der Solidarität miteinander. Durch Änderungen in den Betriebssystemen von Apple und Google soll die App schon in wenigen Wochen auch automatisch Kontakte registrieren können, ohne dabei die Software immer offen haben zu müssen. Praktisch in allen Ländern Europas wird an solchen Apps gearbeitet. Während Deutschland und die Schweiz auf denselben Standard wie Österreich zurückgreifen, geht Frankreich eigene Wege. Urlauber müssen dann also das Programm des jeweils anderen Landes installieren. Zum ersten Mal nach fast 3 Monaten Pause wurde am Abend im Wiener Musikverein und im Konzerthaus wieder das gemacht, was von vielen lange ersehnt wurde, Musik gespielt. Wir waren dabei, mehr gleich nach den Meldungen des Tages. Nach der gestrigen Großdemo mit 50.000 Teilnehmern haben wieder rund 9.000 Menschen in Wien gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Gestartet wurde vor der US-Botschaft. Gesundheitsminister Anschober sagt, Demonstrieren ist ein Grundrecht, fordert aber einen besseren Pandemieschutz bei künftigen Demonstrationen. Für bedürftige Schülerinnen und Schüler wird in den letzten beiden Ferienwochen eine Sommerschule angeboten, um Versäumnisse, die während der Corona-Krise entstanden sind, nachzuholen. Der Schwerpunkt liegt auf Deutsch, die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig. Der Unterricht wird von Lehramtsstudenten unter Begleitung von Lehrern abgehalten. Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geißler von der ÖVP hat sich nur noch telefonisch bei jener Umweltschützerin des WWF entschuldigt, die er als widerwärtiges Luder beschimpft hatte. Zuvor hatte er dies schriftlich getan, die Betroffene forderte jedoch eine mündliche Entschuldigung. Zudem soll es kommende Woche ein Gespräch geben. Ab sofort kann man von Österreich aus nach Ungarn, Tschechien, Slowenien und in die Slowakei reisen und zurückkehren, ohne einen negativen Corona-Test vorweisen oder in Heimquarantäne gehen zu müssen. Ab dem 15. Juni folgen dann auch Deutschland, die Schweiz und Liechtenstein. Und die EU-Kommission hofft, dass ab Ende Juni dann wieder freie Fahrt im gesamten Schengen-Raum möglich sein wird. Nach einem Eingriff in einer Kinderwunschklinik in Baden in Niederösterreich ist heute eine Frau gestorben. 2 weitere sind im Krankenhaus. Alle 3 hatten nach dem Eingriff unter Vollnarkose vorgestern Kreislaufprobleme. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen grob fahrlässiger Tötung. Fast 3 Monate lang haben Menschen auf, hinter und gegenüber der Bühne auf diesen Moment gewartet. Auf den Moment, in dem in den Musikhäusern des Landes wieder Töne zu hören sind.
Heute ist dieser Moment gekommen. Zumindest im Wiener Musikverein, wo die Wiener Philharmoniker gespielt haben, und im Wiener Konzerthaus. In der Nach-Corona-Premiere hat dort der russisch-deutsche Pianist Igor Levit Mozart gespielt, gemeinsam mit den Wiener Symphonikern. Die Reaktionen haben Tiziana Arico und Katharina Huemer eingefangen. Was jahrelang selbstverständlich war, wird jetzt zur Sensation. Man kann wieder ins Konzert gehen, wenn man ein Ticket bekommt. Denn nur 100 Menschen dürfen dabei sein, verteilt auf auseinanderliegenden Plätzen im Saal. Star-Pianist Igor Levit tritt daher gleich zweimal hintereinander im Mozartsaal auf und spielt Mozart. Es gibt kein zu kleines oder zu großes Publikum. Es gibt Menschen, die uns Musikern, in diesem Fall jetzt den Kollegen vom Orchester und mir, das Wichtigste und das Wertvollste schenken, was sie haben, nämlich ihre Zeit. Das Publikum schätzt Levits Einsatz. Das ist ein Labsal gewesen nach so vielen Wochen. So herzergreifend, herzerwärmend, ja. Beglückend war es, fantastisch. Ja, es war einfach wahnsinnig schön, wieder im Konzerthaus zu sein. Dass nun endlich wieder vor Publikum gespielt werden kann, darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen, in welch prekärer Lage sich viele Künstlerinnen und Künstler, Veranstalter und Konzerthäuser derzeit befinden. Denn finanziell sind Konzerte mit derart wenig Publikum in Wahrheit kaum zu stemmen. Positiv gibt sich Levit allerdings heute. Musik ist Musik. Und es gibt eine ungeheure Neugierde bei Menschen, Musik als solche auch zu hören. Sie müssen ihr nur vertrauen. Heute Abend überwiegt bei allen die Freude darüber, endlich wieder die Live-Atmosphäre in einem Konzertsaal zu genießen. Ob wir am Wochenende Freude mit dem Wetter haben werden, das zeigt uns jetzt die Prognose von Manuel Oberhuber. Österreich liegt morgen genau zwischen einem Tief und einem Hoch. Nachdem die Regenwolken von heute abziehen, kann es morgen Nachmittag erneut nass werden. Morgen Vormittag überwiegt aber zunächst der Sonnenschein, vor allem im Osten Österreichs. Ab Mittag entstehen im Westen und im Norden vermehrt Regenschauer und Gewitter. Es wird spürbar wärmer mit 20 bis 26 Grad. Am Sonntag muss man spätestens am Nachmittag im ganzen Land mit gewittrigen Schauern rechnen. Im Osten wird es noch einmal warm, im Westen bleibt es deutlich kühler. Von allen, die über 30 dabei waren, muss ich mich verabschieden. Danke fürs Zuschauen und liebe Grüße aus Wien. In ORF 2 blättert Universum History jetzt wieder in den Familienalben königlicher Dynastien. Der zweite Teil des opulenten Dreiteilers taucht in die wechselvolle Geschichte der Bernadottes ein. Seit 200 Jahren sitzen sie auf dem schwedischen Thron und gelten als beliebt, modern und volksnah. Nochmal der Hinweis auf die ZIP-Nacht, die beginnt um 23.03 Uhr ganz genau in ORF 1. Und die nächste ZIP 2 gibt es am Sonntag. Für heute noch einen angenehmen Abend und ein schönes und erholsames Wochenende. Auf Wiedersehen.